Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scarlet Nexus. Das Rauschen, das ihr da hört, ist im Nebenraum. Sind im Nebenraum die Fernseher, wie ihr sehen könnt. Oh, wir sind über den Tisch gegangen. Wir befinden uns im alten AAS-Krankenhaus und stehen kurz davor, das Ziel zu erreichen. Wir müssen sofort das Krankenhaus verlassen. Das ist nicht gut, das Geräusch. Jetzt sind auch die Fernseher aus, ne? Ja. Ja, das ist... Was ist das? Du meine Güte. Nicht mehr zu schützen. Was ist das? Das ist voll die Leichenhalle. Das ist ja... Also Entschuldigung, aber das ist ekelhaft. Ich erinnere nur noch mal daran, das Spiel ist ab 12. Ich finde, das ist eine grobe Fehleinschätzung. Oh, was wächst denn da nur? Ey, das sieht echt nicht gesund aus. Oh, okay, gucken wir mal weiter. Damn it. Others are everywhere. We'll never make it to the exit. Can you make it out of the hospital by yourself, Luca? No. Teleporting is too dangerous in areas where there are this many others. Calm down. If Wataru doesn't have the data either, I have to rely on my own memories for the route to the exit. My memories. Can I even trust my own memories? Oh. Watch out! Above you! Oh! Yuito! Here goes! Krass, Hanabi. I was busy looking farther out. Sorry. I wasn't paying attention either. Sorry. And thanks. Sure thing. More importantly... Others are coming this way. Let's take them on. Gunken Fischer, das ist. Others back seems to be oil. The smell is unique. Getting attacked with oil is really gross. Can't you do something about it? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Krone auf dem Rücken. Oh, 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 oh. Oh, das kennen wir doch irgendwo her. Warum? Warum kann ich nicht L2 benutzen? Ah. It'll burn really well if you soak it in oil. You guys good? Thanks, Nobby. Come on. There's nothing. That attack worked. That must be a weak spot. Mal Schaden. Warum kann ich L2 nicht betätigen? Es wird mir doch angezeigt. Oh nein, jetzt ist er da oben. Wie soll ich denn... Oh mein Gott. Help that!
X-ray. Come on. That must be its weak spot. I can still fight. Now, Yuito, drop Let's the charge. Here we go. Verdammt. Der ist so schnell, ich sehe nichts. Jetzt ist er schon wieder da oben. Dass wir vorher nochmal gespeichert haben. Meine Güte, Gunken Fischer, der ist ja der große Bruder von, wie hieß es, Gunken Perry? Da war ja ganz, ganz am Anfang. Mann! Ah, da steht auch schon was. Wenn sein Körper zu vibrieren beginnt, ist das ein Zeichen, dass er gleich Öl verteilen wird. Ah, warum ist das so schnell? Der seltsame Fisch, der von der Decke abgelassen wurde, stimmt auf Yuito zu. Die Zählerfassung aufheben, um den Fischen auszuweichen. Da. Ah, das ist doch alles blöd. Okay, gut, wir fangen direkt wieder hier an. Das müssen wir uns ja nicht nochmal angucken. Super! That was close. Do you need help? I must do more. I can still fight. Look, this other is carrying an oil tank. Can you break it? It'll burn really well if you soak it in oil. Great job, Tsugumi. Mann! That was close. Verdammt. Ich glaube, Teleportation macht hier schon Sinn, aber ich mache hier gar keinen Schaden. Yuito, a member is in danger. Oh oh. Is everyone okay? Thanks a lot. Meine Güte. Ja, genau, in die Fresse, danke. Macht der auch mal was anderes? Was soll das? Warum kann ich jetzt zwar nicht betätigen? Das ist doch zum Weinen. Let's regroup. Thank you for your help. Go, Yuito.
Jetzt steht da dieser Tisch. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich raste gleich aus. Wie soll ich den denn bitte besiegen? Oh mein Gott. Was? Ey, ich hab keinen Bock mehr, ne? Oh, danke, Hanabi. Okay, komm. Jetzt müssen wir dem die Fresse polieren. Besser nicht wie, aber... Ab. Ah! Jetzt. Ja. Oh, diese Kackfische. Oh, jetzt. Warum jetzt? Oh, Hanabi. Okay, das war das Mindeste. Das ist jetzt gerade ein bisschen chaotisch. Warum konnte ich jetzt doch L2 betätigen? Was mache ich jetzt? Now, Yuito, drop the tarp. Use this. Go, Yuito. Ich bin gerade ein bisschen lost. Verdammt. Die sollen uns nicht umsonst gerettet haben. Let's regroup. Now, Yuito, drop the tarp. Wir machen kaum Schaden, das ist... I need your help. Ja, Body Slam, super. Ja. Now, Yuito, drop the tarp. Ah. Ach Gott, bin ich blöd. Natürlich. Good job, Yuito. Time to use this. Yuito! Nice fire! You got this! Oh. Wow. Okay, Hanabi, wir enttäuschen dich nicht.
This isn't simply an abandoned hospital. Okay, man muss da die Dinger runterziehen, wenn er da oben drauf ist. Das war ja bei Duncan Perry ganz anders. Deswegen attackieren uns auch diese Kackfische. Oh, ich bin so blöd. Da hätte ich auch drauf kommen können. Aber warum geht L2 manchmal nicht? Das verstehe ich nicht. Jetzt. Ich drück da mit dem Kapitel. So. Good job, Yuito. Time to use this. Don't get burned! That must be a sweet spot. Hey! Pump it up! That's a big blade. Nein. Thanks a lot. Diese blöden Dinger, die hier rumziehen. Good. Do you need help? I need you, Gemma. Let's go. Wo bin ich? Okay, das war gerade ein bisschen verbuggt. Go, Yuito. Time to use this. Komm, wir müssen das jetzt schaffen. Das wäre jetzt echt schade. Das gibt's doch nicht. Aber diese ist. Ich bin froh, wenn er kaputt ist. Komm, zeig mir L2 an. Zeig mir L2 an. Jetzt. Na! Nein. Komm nochmal. Bitte. Verdammt! Ja, jetzt! Oh, bitte lass das Finale sein. Yes! We managed to take it down. Is everyone okay? Oh nee. Damn it. Why are there so many others? Watcher, Tsugumi, are there any safe spots nearby? As I've said before, there's absolutely no data on this old building. Sorry. There are others everywhere. What? No. What is this? There you are. Fubuki. Major General Fubuki. Everyone, come with me. We'll lose those others by following the underground highway through the ruins of Lokusho City. Woher wusste der jetzt, dass wir da sind? Ich meine, danke, dass er uns gerettet hat, aber... Wow, also das war ja mein dritter Versuch. Das war ja mein Bosskampf. Ich war einfach zu blöd zu erkennen, dass ich den von da oben runterschmeißen muss und dass L2 anscheinend immer erst angezeigt wird, wenn Gemma mir das sagt. Und ich gucke ja nicht immer, was da an der Seite steht, weil ich das ein bisschen stressig finde, immer zu gucken und zu hören und zu lesen, wenn man gerade drüber nachdenkt, wie man den Boss down kriegen kann.
Where are we? Is this a safe zone? Safe zone? What is that? A blind spot in New Himuka's surveillance system. We call it the safe zone. We'll be able to talk here freely. We could talk outside of the city, but we don't want to be seen by any patrolling OSF members. I never knew about this. If you want to talk here, that must mean it's something you don't want the government to know. I suppose it does. Had I known sooner that you were going to OSF hospital, I might have been able to scheme better. You must have known what kind of place the OSF hospital was. Yes. Seems like you didn't hear anything about it. They conduct power research at that hospital, funded by the New Himuka government. They draw out stronger powers by tuning the human cerebrum. I had no idea they were doing such things at my uncle's hospital. Oh, right. That hospital belongs to the Ichijo family. Listen, what I'm about to say may be hard for you to hear. Huh? As a result of the cerebral research conducted there, a number of byproducts were created. Personality rehabilitation. Yes. They tune the brains of people who are problematic for the government, pacifying them by brainwashing. The government found out that Nagi witnessed Naomi being metamorphosed, so that's why he ended up that way. What? But Gemma Kasane and I saw the same thing! You were all protected under the pretense that I would be monitoring you, but Nagi was captured by the government before I could help him. I'm sorry. If only I'd been able to get a hold on the information sooner. What do you mean Naomi was metamorphosed? I thought she was killed in action. Ach, die wissen es ja gar nicht. I see. Naomi wasn't killed in action. She turned into another. Are you really saying that she turned into another? Nagi said something similar, but is that even possible? That's a byproduct of New Himuka's research as well. A special material is able to turn organisms into others. Any organism with a brain can be turned into an other. Wait. Then does that mean it was the government that turned Naomi into an other? Yes. I'd love to sit here and tell you everything, but staying in the city is dangerous. Most likely, the government has already given the order to hand you over to them. I want you all to go out and patrol. I'll do what I can to take care of everything while you're out. Hold on. How is it that you haven't been subjected to rehabilitation despite knowing all of this? Sehr schlau, Hanabi. It seems like Luca knew too. Right. That's why Luca wanted to prioritize escaping rather than talk to Nagi. It's simple. I'm one of the government's dogs. Luca should have heard some of this from Karin. If you're curious, ask him. Das werden wir. Yes. We should go out on patrol. I'll tell you what my brother told me along the way. Yuito, can you please direct us where to go? All right. Let's head to Kikuchiba. So, Stufe 25. Ich glaube, hier in dem Sandkasten waren wir schon mal zufällig. Da haben wir uns ja schon gefragt, was das soll. Also okay, das wird ja hier immer heavier. Gerade was Nagi auch ereilt ist und... Ich weiß auch nicht, ob wir dem Fubuki vertrauen können. Luca hat jetzt auch so komische Sachen und Geheimnisse vor uns gehabt. Bei Gemma bin ich mir auch immer noch nicht sicher. Zaynet war während des Suo-Vorfalls offline, da gab es auch keine Vision. Das hat mir Angst gemacht. Es hat mir klar gemacht, wie sehr wir uns auf Fähigkeiten verlassen. Die AAS hat uns gerettet. Jetzt können wir uns wohl immer auf Menschen verlassen. Also können wir uns wohl immer auf Menschen verlassen, so. So, ich gucke jetzt gerade mal... Was war das? Ich gehöre zu dem Ablöserteam, das verwundete Soldaten behandelt, aber mit anderen, die wie Menschen aussehen, kann ich nicht umgehen. Hä? Vor allem mit Lami. Ich weiß, als Mitglied der AAS sollte ich nicht so fühlen, aber... Ach so, ich weiß, was der meint. Tut mir leid, aber würdest du dich um die anderen Menschen gestellt kümmern? Schnell, bitte. Ich will sie ausdünnen.
Ach, das ist eine Mission. Ja, gut. Du machst es also? Danke. Fast wie ein Mensch. Ja, okay. Ja, da müssen wir uns nochmal mit beschäftigen. Mit den Missionen. Ich habe die jetzt mal angenommen, aber die werde ich jetzt nicht direkt erledigen. So, was haben wir hier? Feuerfeste Barriere allgemein. Baseball-Analyse. Barista-Center-Analyse. So, Gunken-Fischer-Analyse. Und Slippy Chinnery. Oh, wir haben 5 Hirnpunkte. Da gucken wir gleich vielleicht auch nochmal. Jetzt nochmal die Zusammenfassung. Keine Hirnnachrichten. So, was will denn die Mission? Ich bin wirklich kein Fan von anderen, die menschenähnlich sind. Tut mir leid, dass ich das frage. Würdest du dich um diese Menschenartigen kümmern? Während Gehirnantrieb, besiege 5-mal Kumpel-Lami. Okay, ich weiß nicht, wo die sind. Aber wie gesagt, die Mission mache ich jetzt auch erstmal nicht in absehbarer Zeit. Ich gucke gerade nur, dass ich irgendwie... Psychokinese-Angriffe, das hört sich nicht schlecht an. Dann gucke ich nochmal ein bisschen weiter. Vielleicht irgendwie was vom Gehirn fehlt. Hat sich besser für mich angehört. So, das ist auch wieder eine Mission. Als ich von der AAS mit all den Explosionen anfing, wurde ich schwer verletzt. Siehst du den Nietnagel an meinem Zeigefinger? Dafür seid ihr verantwortlich. Wir können es hier erledigen. Du musst mir aber beweisen, dass es dir ernst ist. Nee. Nee. Du weigerst dich, das werde ich auf Psynet posten. Oh, jetzt habe ich aber Angst. So, was reden die hier? Ja, es ist unmöglich war, dass Tito im Kampf getötet wurde. Ja, doch, tut mir leid. Unglaublich, dass sein bester Freund Karen ihn verraten hat. Das muss Fubuki echt zusetzen. Aber die tratschen sich hier den Mund tot und es sterben Leute da draußen. Eieiei. So, bevor wir nach Kikuchiba gehen, werde ich hier nochmal... Ach, Luke hat gerade süß gestoppt, wenn ihr das gesehen habt. Mich nochmal auffüllen, weil ich habe bei Gunken Fischer so einiges an Items gelassen und auch an Nerven. So, mittleres Gelee sollte ich mehr investieren, weil das Leichte langsam nichts mehr bringt. Ja. So lassen wir es mal. Oh, es gibt neue Plugins. Na gut. Ich würde sagen, wir speichern jetzt gerade. Es ist wirklich viel passiert. Also das Kapitel mit dem Krankenhaus, das hat mir doch ganz gut gefallen. Also es ist wirklich super spannend gerade. Ich hoffe, dass wir Nagi irgendwie helfen können und... Es sind noch so viele Fragen offen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich hole mir jetzt erstmal eine Mütze Schlaf und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder beim nächsten Teil von Scarlet Nexus. We've been spending a lot of time together recently.
I'll think up a new dish for next time.